Hallihallöchen, es geht los, seien Sie dabei, einen wunderschönen guten Abend. Ich habe mal wieder ein bisschen die falsche Taste gedrückt und ihr seht schon, hey, da sind mehr Gebäude, dies, das. Die sind einfach nur mal eingeblendet, weil ich sie endlich kaufen kann. Und hier haben wir ein, uiuiui, ein dickes, dickes Lagerhaus, was anscheinend aus den umliegenden Gebäuden profitiert und ich daher hier nicht bauen kann. Toll. Dann machen wir so. Machen wir so. Jedenfalls kann ich jetzt endlich bauen. Und wir brauchen diese Erhöhung, weil ne, das muss ich starten. Ich muss auch sehen, wohin mein ganzes Geld und Gold hingeht. Vorratsraum gering. Ja, ja, ja. We know. We all know the problem. Dann schauen wir mal zu. Wenn es hier gleich in Ruhe gebaut wird. Dann haben wir noch die Schreinerei. Produziert Möbel aus. Bauholz und Werkzeug. Werkzeug, ja, Bauholz ist im Anmarsch. Ein Werkzeug, wie gesagt, muss ich eine Werkzeugmacherei eventuell nochmal gucken. Warte mal. Kleines Geschäft. Zugschmied. Ja. Im Grunde Bestrebungen. So, die Treue ist langsam ein bisschen gering. Ich muss sie erhöhen. Steuern und Werkzeuge. Ja, es ist für mich kein Problem. Dann ist es so, die verkaufe ich ja nicht. Kapazität 16.000. Anzahl der Depots, 2 Kapazität der Depots, 4.000 bis 10.000. Ja. Ich sag mal so. Das sieht gut aus. Ja. Wenn man die Zuschauer waschen, jetzt will ich die Forschung vorsichtig hinterher holen wollen. Die Fischerei, dass ich das so gesehen. Ein Schweinefarm. Das war ein ermöglicht das Hüten von Schweinen auf der Farm. Schreinerei 3. Ermöglicht die Herstellung und Dekoration. Markt, der beste Weg, um die Wirtschaft anzunehmen. Ja, komm, wir gehen dahin. Man sollte eigentlich nicht rushen, man sollte erst die Upgrades und alles durchziehen. Also, zumindest der Logik, die ich jetzt gesehen habe hier, ne? Klar. Aber, also, wie gesagt, ist dann auch trotzdem noch immer so. Produktion hier, was ist das? Einen Stein brauche ich gar nicht erhöhen eigentlich. Ne? Ach komm, wir brauchen aber bald mehr. So. Kann ich auch wieder verkaufen. Ziegelsteine könnte ich kaufen. Sind hier nicht drin. Sind hier nicht drin. Okay, okay, okay. Warum habe ich denn so enorm viel hier? Zack, gleich wieder verkaufen. Schreinerei 2 abgeschlossen. Gut. Jetzt brauche ich bloß nochmal eben die paar hundert für den Markt. Na, ist doch gut. So, dann müssen wir gleich mal schauen. Ja, ich will hier nicht zu eskalieren. Die sollen erstmal. Ich will die möglichst lange jetzt in den Häusern halten, bevor die werden die alle sich verteilen. Ich könnte theoretisch nochmal so eine Siedlung nachbauen. Klar habe ich dann sehr viel, was Steuern betrifft. Wachstum. Aber auch hier kommen die Kinder, die erwachsen sind. Ne? Das wird mich gleich langsam aber sicher weghauen. Deswegen muss ich da jetzt mal gucken, weil ich fange schon an, wie zu. Noch mal ein bisschen langsam mit die Zeit. So, das Baumuster möchte ich haben. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Ja, hier habe ich es ein bisschen versiebeln mit dem Baum. I know. Upsi. Und so. Huch. So. Ist auch alles nicht hübsch hier. Ob ich es halbwegs angebunden habe, gerade alles. Ja, 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 So, hier wird die Fläche, hier Schweine, würde ich sagen, so richtig so Massproduktion. Die Gebäude sollten nicht zu weit vom Arbeiten entfernt sein. Das heißt, wir machen eine Erhöhung hier hin. So. So,
Irgendwie da auch noch ein Haus, das wäre dann, das wäre schön, ne? So. Genau, das sind immer so die Zwischenwege. Ja, habe ich ein bisschen versammelt. Aber ihr wisst schon das Prinzip. Ein Haus so. Und ein Haus dann immer dem gegenüber. Ich lasse bewusst ein bisschen Platz. Es soll schöner werden als vorher. Da habe ich versammelt. Das korrigieren wir doch gleich bitte wieder. Das möchte ich dann wirklich einmal mit Lücke dann bauen. Das ist nicht hübsch. Aber guck mal, wir können dann einen Weg bauen eigentlich. So. Dann haben wir das auch. So ein Stück weit. Sieht doch schön aus. So, haben wir 5 Häuser in der Mache. Und dann läuft das hier auch mit den Nachbarn. Habe ich genügend Arbeiter dafür? Ein. Ja, komm. Nicht übertreiben. Der macht das schon. Was kann ich hier noch hinmachen? Schön Dekorationen. Ne? Achso, ja, mir wurde noch... Ich habe mal so einen Tipp nachgeguckt inzwischen. Hier, die Nasenzelder. Die umliegend sind, bewegen sich um 5% schneller. Die sollte ich überall hinklatschen, wo es nur geht eigentlich. Ja, theoretisch dauerhaft 5% schneller. Da habe ich einen. Hier, komm, ne? Da kommen wir wieder mal hin. So. Ich weiß, das ist jetzt wieder lange Bauarbeit, aber alles gut. Passt, passt, passt. So, ich denke mal, der Markt wird uns auch wieder retten, was ich mehr verkaufen kann. So wie hier dann. Hier, Fisch. Zack. Für die Forschung reicht's. Zack. Sehr schön. Das ist das ja. That's what I like. That is what I want. Ja, 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 ja. So, also ein bisschen kommt das. 60 FPS, so ein bisschen. Ja. Man merkt schon, wenn die Städte größer sind, man weiß nicht, wie unoptimiert das ist. So, ich kann aber jedenfalls nichts mehr erhöhen, ne? Nein. Also rein an Produktion. Hier war ich noch, ja genau, hier kann ich noch Produktion. Was war das? Stein, boah, so viel. Schürfer eigentlich hier. Hier unbedingt, sehe ich gerade. Wenn sie nur 5% schneller sind, ist es nicht viel, aber das sammelt sich. 5% über die Zeit, über die Stunde, über die Minute, ja. Ne? Das ist überhaupt nicht wenig. So, die Isolation wird auch gleich natürlich auch nicht gebraucht. Von daher, ja. Oh. Majestät, die Kirche beantragt, dass wir die Rekrutierungsbemühungen neuer Mitglieder für den Klerus unserer Stadt verstärken. Sie sind mit den aktuellen Zahlen nicht zufrieden. Oder um es mit ihren Worten zu beschreiben, wir brauchen mehr Priester von euch. Bringt sie mit allen Mitteln, die nötig sind. Und ihr werdet dafür entschädigt. Das Leben im größeren Dienst ist gutes. Ein ganz gutes Leben. Reize einige unserer jungen Leute dazu an, den Klerus anzuschließen. Ich würde sagen, ja. Jugendliche, die sich... Oh, ein Jugendlicher weniger. Ja, ich komm, ab dafür. Und geh Gold. Rein. Sie ja. Entschuldigung, das ist so gemein. Ist erforscht. Wo ist denn der Markt? Juweliergeschäft, Ali-Chef. Was ist das? Gibt. Kann man vorstellen, dass er hier irgendwo ist. Friedhof. Da ist der Markt. Verkauft Waren an die Bürger rund um den Markt. Je mehr Bürger in die Nähe wohnen, desto mehr Waren werden verkauft. In der Stadthaushalt kommt einen schönen Anteil. Game Changer. Wäre ja nicht hier geiler, ne? Hier oben. Eigentlich mittendrin wäre es noch sicker. Muss ich darum Häuser bauen? Will ich aber nicht. Ach, wir gucken mal. Das ist wiederum geil.
So, was braucht die Isolation? Haben alle jetzt, ne? Ja. Sehr schön. Treue, Treue zum König. Er ist der König. Herr König. Schreinerei können wir auch nehmen, ne? Dann im Sägewerk, was Quatsch ist. Fällt mir auch gerade so unentwegt auf, aber. So. Fisch verkaufen. Expansion. Machen wir. Kann ich. Weil ich kann. Genau, da haben wir genügend. Zu viele sogar. Das kann ich wiederum sehr gut verkaufen. Produktion von Pilzen, kommen wir auch mal einmal rein. Ja. Ah, hier, genau, hier dann die Kohle-Expansion. Ich muss hier mal reinstecken. Produktion von Steinen soll erhöht werden. So. Jetzt habe ich für die Schreinerei keinen, bin ich dumm. Manchmal ja, ne? Optimierung. Ja, die geben wir gleich an. Keine Angst, Freundchen. Hier schon mal weniger verbrauchen, weniger Werkzeug und allem. Produziert Möbel, das heißt, die werden immer langsam auch zufrieden. Münzen pro Haus im Radius. Pro Jahr. Oh, lol! Waren in die Bewegung in den Markt. Je mehr Bürger in der Nähe wohnt, desto mehr Waren werden verkauft. Das ist sick. Kommt doch jetzt mal ein Händler hin, oder was? Du brauchst eine Zeit, ich bin ja nett. Unterhalt 150 im Jahr, Gewinn. Okay, mehr Gewinn als Gold. Alles gut. Es kommen ja auch mehr Bürger. Es ist steigend. Es ist okay. Mehr Gewinn, als das es kostet, amortisiert sich. Rentabilitätsplausibilitätsprüfung. Ja, die deutsche Sprache, ne? Angemessen. Und hier 1000 Münzen zum Rathaus, das mehr gesellschaftliche Möglichkeiten und mehr Handelsoptionen eröffnet. Das ist gut. Er muss gesellschaftlich essentielle Unterhalt mit 10%. Okay. Dekret. Das kostet jetzt alles weniger, ne? Weniger Unterhalt. Hier in der Produktion für Steine. So, ich hätte das Gold mal aufheben sollen, nicht da. Aber ich kann ja gleich wieder verkaufen. 6 Münzen. Da muss ich rein traden. Tut mir leid. Aber das ist blankes Gold. Das ist Investition. Also richtig gut. Speichert sehr schön. Oh geil, Euer Majestät. Ein Schiff voll Güter in unsere schöne Stadt geschickt. Mit Tabak auch noch, mit allem. Ah, geil, geil, geil. Möbel, Töpferware und Blumen. Kleidung ist sehr, sehr viel da. Aber die kann ich verkaufen. Ja, das gibt massig Geld. Zack. Verboten und der fragwürdige Kanäle. Das muss ja keiner hier mitkriegen. So. Das ist der Markt. Höher geht nicht. Das Rathaus.
erforschen. Ach, die Lehmgrube wollte ich aber nicht mal machen, ne? Na, gucken wir vielleicht mal. Nummer 5, trotz der Häuser. Naja. Das war nur eine Erweiterung für die Kids. Das war noch kein Expansorium hier. Ich gesagt, Expansorium. Er hat Expansorium gesagt. Apfel reduzieren. Ich lasse das jetzt mal sparen. Das ist ein Gold hier. Das Rathaus, also wir können mal gucken, ob es gleich digitiert. Ja. Ein wenig. So, und was habe ich jetzt mehr Möglichkeiten? Gar nichts. Wie Quarzabbau. Das habe ich. Quarzabbau, Dings, das. Und dann kann man ein Steinhaus machen. Na, Glückwunsch. Na, immerhin. Müssen wir mal zurück. Ich brauche die Lehmgrube und das hier alles noch. Wo sind wir denn hier? Die kleinen Dinger, damit die alle uns wollen. Im Radius des Kleidergeschäfts. Ja, komm, lernen einfach mal. Holz. Ermöglicht die Konstruktion des Holzkohlebrenners zur Herstellung von Kohle aus Holz. Ich hab doch da oben schon eine Lehmgrube. Brauche ich doch gar nicht. Holz habe ich ja, ich will keine Kohle. Ja, ich habe ja Kohle aus dem Werk. Das Holz, ja, ich weiß, Optimierung, nein. Ich jetzt Steinweg wäre auch nochmal gut, deswegen die Lehmgrube als nächstes. So, in der Nähe des Kleidergeschäfts, wo ist es? Sind Sie zufrieden? Ja, freut mich. Ist ein toller Radius. So, Kleidung. Rein, verkaufen. Fällt nicht mehr viel zum Steinhaus eigentlich da hinten. Kerzengießerei. Zoll. Ich erhöhe die Besteuerung von Bauern. Also, die zahlen ja Steuern. Die Umsetzung und so. Nochmal ganz kurz. Ja, nochmal für mich so eine richtige Zusammenfassung. Die Umsetzung dieser Richtlinie erhöht. War nicht gut. Mehr Geld. Rein. Entschuldigung. Mein Lehmgrube ist jetzt auch egal wo oder wie oder was. Komm direkt damit rein. Mir doch egal. Also so richtig optimiert baue ich irgendwie nicht, ne? Also das ist, also mir zuzugucken, ich glaube, da brennen schon die Augen so ein bisschen manchmal. Habe ich so ein Gefühl, es tut mir irgendwie leid. Ja, hier habe ich meinen Spaß dran. Ja, ihr seht schon die Schwankungen. Ich muss nachbauen. Das reicht nicht. Nicht mehr. Das wird gleich eine ganz krasse Wendung nehmen. Ich muss aufpassen. Das habe ich zu spät entdeckt. Jetzt wissen keine Menschen nach. Die Lehmgrube. Ich muss mehr an die Nahrung ran. Und da kann ich nicht so ultra viel rangehen. Weil. 1300. Die Fische wären eigentlich das Genialste, weil die Masse. Die Masse ist ja auch nicht in der Sache. Hoppla. Ich krieg immer ein zu viel. Was ist denn die Jagdhütte da? 1500 Ledereffizienz. Ist schon sehr hoch. Und hat schon 3 Mitarbeiter. Garten sah. Erlaubt das Pflanzen verwirrt. Ja, ist nett, aber. Ziegelei. Hm, ja, ist auch gut. Wo war das jetzt? Marktradius. Hört den effektiven Marktradius? Ja, mal später. So, ich kann den Zoll, ja, ich kann ja Dekret erlassen hier im Tarifgüter.
Münzen pro Bauern und Arbeiter. Steuermünzen. Ist das jetzt bemerkbar oder nicht? Ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt so effektiv. Aber wir gucken mal einfach. Prozent Baugüter. Ja, man kann das immer noch boosten, ne, wenn man wollen würde. Aber ich lasse das mal noch fertig. Shit, 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 shit. Mit die Produktion von Kulimi in sich. In sich in der Nähe. Eisen. Ja, ist es ja. Wenn die Forschung benötigt wird. 1000 Gold, dann forsche ich schneller. Das brauche ich jetzt gerade nicht. Das ist mir egal. Steinbrunnen. Diverse sind Standardbrunnen. Schön. Komm, wir machen mal einen Steinweg. Während ich mir überlege. Also hier sind die 20 Münzen. Kann ich ein bisschen nachbauen hier, aber das ist auch nicht wesentlich. Prozent der Lebensmittel kostet mich nur die Münzen. Nur an Anführungszeichen. Das Bergwerk. Hier Fischerei. So, Steinweg, ne? Das macht sie ja noch schneller dann. Ups, aber da. So, Gitterbaum. Dankeschön. Da sind die Wege zu sehen. Alles klar. Jetzt heißt es Steine verballern. Also wir müssen alle Wege bauen, damit die Menschen insgesamt schneller gehen. Würde ich sagen. Genau, ich sehe gerade schon, da wo Stein ist, baut er nicht nochmal. Das ist gut. Steinkreis sieht auch schön aus. Tada! Nicht hübsch, aber nützlich. Ich jetzt endlich fertig bin. Habe ich. Was steht da? Bevor was da. Ich. Red? Was steht da von? Ich dachte, das ist ein Bug. So, hätten wir dann auch. Zack. Gut. Wieder was verkaufen. Kräuter. Erforscht. Ich habe von Kaufleuten wieder. Ich habe noch keine Kaufleute. Ja, komm, wir machen die dekorative Hecke hier jetzt. Fischerei. Wenn Wildfische knapp sind, könnte der Bau von zu lösen sein.
Ich will mal sehen, wie sich das auswirkt, ne? Keine Ahnung, ich hoffe, das wird gut. Wir brauchen kurz mehr Nahrung. Einfache Hecke. Also, was immer so stehen, das ist. Wir haben einen kleinen Park. Pilzfarm. So. Ja, alles bald im Haus, keine Angst. Ich sehe doch noch großes Potenzial. Oh. Ja. Ja. Wo ist er denn jetzt? Ach, da. Ich geh wieder um. Nein! Komm zurück! Aber wo zurück? Ich glaube, da mal wieder eine Pause machen. Mal 26 Minuten wieder. Das ist sehr lang. Wir sehen uns gleich wieder. Also, morgen. Und ich wünsche eine gute Nacht, falls ihr nicht jetzt schon schlaft. Bis dann.